Hallo, mein Name ist Theresa Friesinger und ich gebe dir Impulse zum Thema Selbstmitgefühl. Heute das Thema Selbstverantwortung. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass ich die radikale Selbstverantwortung für meine Gedanken, für meine Verurteilungen, für meine Vorurteile, die ich verinnerlicht habe, ob positive oder negative Vorurteile, für meine Gefühle, auch für meine unstimmigen Diskrepanzgefühle, für meine eigene Wut praktisch, für meine Bedürfnisse, für meine Werte, für meine Qualitäten, die ich im Leben ausleben möchte, für meine Ziele, für meine Absichten, Intentionen. Ich allein habe die Verantwortung über mein Leben und nicht der andere. Wow! Nein! Es war nicht wow, es war ein negatives wow. Ich fühlte mich komplett allein gelassen, wie man so schön unstimmig sagt, also oder stimmig, ich bin allein. Ich möchte Verbindung. Wenn ich mich allein gelassen fühle, ist der andere ja mit Schuld, dass ich mit alleine bin. Das sende ich da ja mit und so habe ich mich gefühlt. Ich war wie in einem Vakuum. Das Neue war noch nicht da. Ich soll die radikale Selbstverantwortung haben. Ich kannte das überhaupt nicht, weil wenn ich wütend war, war immer der andere schuld. Wenn ich irgendwas nicht bekommen habe, war der andere schuld und nicht ich. Ich war natürlich auch manchmal schuld, dann habe ich mir selbst die Schuld gegeben. Das Gegenteil von Schuld ist Verantwortung. Ab dem Moment, wo ich in die Verantwortung gehe, wo ich tatsächlich etwas tue oder etwas sage, auch dem anderen, damit ich das bekomme. Wenn wir beginnen zu sagen, was wir möchten und nicht, was beim anderen nicht stimmt, ist das immer zuerst der Beginn einer neuen Lösung. Und ich habe gelernt, tatsächlich mit der Zeit immer mehr und mehr in Selbstverantwortung zu gehen. Ich habe meine Gedanken verändert, weil das ist die einzige Macht, die ich habe. Ich kann nur meine Gedanken verändern. Ich kann den anderen nicht verändern. Ich kann niemanden da draußen verändern, meine Teilnehmer nicht verändern. Jeder kann nur sich selbst verändern. Ich habe meine Glaubenssätze verändert und entsprechend haben sich dann auch meine Gefühle verändert. Das, was mir nicht gefallen hat, habe ich angeschaut und für mich selbst verändert und das ist emotionale Freiheit. Ich möchte dich einladen, in die Verantwortung zu gehen. Schau und spür da nochmal nach, was möchtest du gerne anders haben und unterstütze dich selbst darin, neue Wege zu gehen oder lass dich unterstützen im Thema Selbstmitgefühl. Mein Name ist Theresa Friesinger und ich hoffe, die Impulse bringen dich heute ein Stück weiter, die Verantwortung fürs Leben zu übernehmen, denn nur das macht glücklich. Glück ist eine Entscheidung. Tschüss, bis bald mal wieder.